Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kane. Und ja, letzte Aufnahmesession hatten wir hier so ein bisschen Unheil gestiftet und so ein bisschen ja, Schaden gesorgt. Und hier verbrannte, abgetrennte Beine, kleine Insekten kriechen auf den gesplitterten Knochen und den Sehnen umher, die aus dem blutigen Haufen herausragen. Lecker! Da haben wir das PDA. Haben wir das eigentlich schon gelesen? Das weiß ich noch nicht. Nicht mehr. Ist jetzt schon ein, zwei Tage her, dass ich die ersten drei Folgen aufgenommen habe. Beschädigtes Terminal. Auf dem angekokelten Schrank dringt Rauch. Aber das Terminal scheint noch online zu sein. Was? Wirklich? Dann sofort drücken und gucken, was es gibt. Wow. angemeldet als Fehler. Gut, wir sind angemeldet als Fehler. Ach du Scheibe. Honig. ID. Passage. Wir hätten uns auch die Logs mal durchlesen sollen, habe ich irgendwie das Gefühl im Moment. Beziehungsweise ich habe mal geguckt wegen den Achievements. Es gibt hier auch Achievements, die man verpassen kann. Und ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwas dann dann scheitert, dass wir, ja, ich würde ja ganz gerne 100% machen. This thing sliced that charming gentleman in half. Oh, it's not important. Not right now. Okay, gut, dann lesen wir mal schnell das PDA. Und ich hoffe einfach, dass ich nichts verpasst habe oben. Ich glaube, wir können ja zurückkehren. Das ist also sicher kein Problem. Ah ja, doch, das hat man doch gelesen. Da hatte ich ja noch dumme Schätze gemacht, dass er wie Werners aussieht. Ah, schön. So, dann wollen wir mal gucken, wo geht's denn hier? Da geht's Zugang zum Service. Da. Klebrige Lache geronnenen Bluts. Im Durchschnitt enthält der menschliche Körper zwischen ca. 4,7 und 5,5 Liter Blut. Das hier dürfte ungefähr so viel sein. Yummy! So, dann gehen wir mal hier durch. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Nein. Hier, da. Da bitte lang. Und ich muss wirklich zugehen. Also die ersten drei Folgen haben mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, der wird sich nicht mehr melden können. Alter. Nicht gerade zweideutig. Ja. Evacuation. Wirklich nicht sehr zweideutig und überhaupt nicht nervig. Also ich mache das für euch auch eine ganze Ecke leiser. Ich glaube, es ist minus 16 dB. Mache ich die Game-Audiospur. Weil sie doch sehr laut ist und ich jetzt halt dann nicht noch nachträglich da Anpassungen machen möchte. Wow. Und ich weiß, dass hier in diesem Raum ein vermissbares Objekt irgendwie ist, wo man dann halt ein das sagt schon, ein Achievement verpassen kann. Das heißt, wir müssen aufpassen. Der Ficus Benjamin kann grasförmig Formaldehyd in den Klimasystem reduzieren oder sogar ganz entfernen. Nur für den Fall. Okay. Können wir uns hier noch angucken? Ich glaube, das hier war. Ich habe mir halt mal Achievements Guides zumindest mal kurz einen Blick reingeworfen wegen dem Miserable. Also den Verpassbaren. Und ich glaube, das hier ist. Das war ein Raum mit den Bäumen, hieß es. Und den Kram. Das müsste der. Na gut. Ich hoffe, das ist ja auch wirklich nicht, dass ich jetzt hier gleich erstmal eine Stunde suche und das war der falsche Raum. Egal. Ich habe es mir halt auch nur flüchtig angeguckt. Ein leises, statisches Knistern dringt aus dem Kraftfeld hervor. Kraftfeld. Keine Ahnung. Problem ist mir natürlich... Ja, das ist die gute Frage. Kraftfeld. Eine Barriere blockiert den Zugang zur anderen Seite. Hm. Überwucherte Flora. Üppige Laub sieht aus, als hätte sich schon länger niemand mehr darum gekümmert. Ich bereue gerade, dass ich für die Achievements nicht wirklich mal geguckt habe. Alte Achievement-Hure! Ja, ist ja auch gut. Muss auch ab und zu mal sein. So ein Spiel hier kann man das ja auch mal ruhig mitnehmen. Ja, ich hoffe auch. Durch die Notevakuierungsprotokolle sind einige Bereiche der Einrichtung abgesperrt worden. Da ist noch ein Kraftfeld. Üppige... Keine Ahnung, oder ob ich hier, wenn das Licht kurz an ist, hier irgendwo hingucken muss. Es ist schwierig.
Keine Ahnung. Das ist dieser Raum. Das war auf jeden Fall hier mit diesen Blümchen. Also mit den Bäumchen und dann über Wurat ein Kram. Ich bin fast geneigt, dass ich kurz die Aufnahme unterbreche und gucke, ob ich das nochmal finde mit den Achievements und zumindest mal gucke, was man hier machen muss. Denn ich habe auch keine Ahnung, was man für die elektrisch geladene Abzäunung für die Achievements überhaupt tun muss. Langsam drehender Ventilator. Na, wir gucken es erstmal so um. Vielleicht finden wir hier irgendwas, wenn hier irgendwann mal was aufploppt, habe ich irgendwas richtig gemacht. Das sieht echt so aus. Das sieht wirklich so aus wie der Raum auf dem Bild. Surt schimmert vor lauter elektromagnetischer Energie. Schwierig ist es ja, also irgendwelche solche Walkthroughs oder so lese ich mir ja nicht durch. Also wenn ich im Spiel wirklich überhaupt nicht mehr weiterkomme, was aber selten vorkommt. Die Ventilatorflügel drehen sich langsam in den Turbinenöffnungen und leiten die Luft durch den Lebenserhaltungs- und Atmosphärenkontrollsysteme. Meine Güte. Baum. Die Worte willst du Spaß, ruft JP ein, sind in die Rinde eingeritzt. Ja, nice. Zugangsbericht. Dieses Terminal steuert den Zugriff auf die Aufzugsplattform. Ich gucke gleich wirklich mal ganz kurz, weil das, bevor ich den Raum verlasse, das würde mich ganz böse stören. What? Ich hoffe, das war jetzt hier schon zu viel. Nein! Lass die arme Schwangere in Ruhe. Die echt sich viel anhat, davon mal ab. Ihr klingt gut. Papa ist da. What the fuck was that? A monster. An animal. Then run. No. No, it's okay. I'm safe. Noch. Goodness. It hit the electric perimeter. I think that startled it. That's good. Not good. The elevator's on the other side of that same fence. Oh. Hopefully if I get to the elevator, it, whatever it is, won't be there. I'm going with a glass half full approach. You need genau! Immer positiv denken! Find a weapon. I can't go one-on-one with that thing. Was? Waffe? It feels so slow. It's huge. And it's covered in blood. You think it killed everyone? Killed eight? I don't know. But this place is deserted. Maybe when the power went off. Well, they got what they deserved. Oh, God. Na, sehr nett. They deserved it. They blinded me. Tried to kill you and your child. Na, ob sie das Kind töten wollten, da wäre ich mir nicht so sicher. Sie wahrscheinlich schon. Yeah, I guess. Survival of the fittest. Man to man. Sagt er zur schwangeren Frau. Man to woman. Ich mag den Humor. Hatley, den Namen muss ich mir auch merken. Your baby is counting on you. Because of this baby that I'm in this damn mess. Gut, so, das heißt, wir können uns hier weiter umschauen. Das müsste echt da rum sein. Zugangsterminal. Vermaledeit nochmal. Überwucherte Flora, was habe ich denn hier irgendwas? Kann ich hier vielleicht irgendwas Schönes machen? Omnitool, geöffnete, hä? Hey. Weil es waren, meine ich auch, die missbaren Achievements, dass man irgendwas Bestimmtes anklicken musste, bloß oder halt gucken musste, oder irgendwo in einer bestimmten Position stehen musste. Also es war, glaube ich, auch nichts wirklich Weltbewegendes. Da hier immer wieder das Licht angeht. Keine Ahnung, weil hier auch gerade wegen der überwucherten üppige Pflanzen und Flora da. Ne? Üppige Vegetation hatte eine kontrollierte Atmosphäre, Einrichtung und Funktion eines kostengünstigen Kohlendioxidfilters. Das ist richtig. Es hätte sich schon länger niemand mehr darum gekümmert. Ja, da kommen wir aber leider auch nicht dran. Ich bin mal so frei. Wir sind jetzt bei 9 Minuten 30. Ich bin mal kurz so frei. Hä? War hier gerade was? Huch! Da bin ich gerade mit der Maus rübergegangen. Wollte gerade sagen, ich bin mal so frei. Guck doch mal. Ich glaube, das ist genau das Bild, was ich meinte mit Secret. Genau. Ha! Gefunden! Aber was war denn hier gerade aufgeploppt? Gerade als das Licht anging, bin ich hier mit der Maus hoch und da hat hier irgendwas anderes als Kraftfeld so ganz schnell gesehen. Ha!
Okay, da kann ich weiter rezitieren, wie es weitergeht. Weiter, weiter. So. Nochmal, ich will jetzt nochmal kurz sehen, was da stand. Licht! Danke. Ja, krass Feld. Okay, das, man muss das also wirklich blind anscheinend finden. Ich habe wahrscheinlich Kraftfeld gelesen. Und im Dunkeln geht's auch. Ah, okay. Also das sind wirklich schwierige Stellen. Ich sag mal so, dass, wenn man das wirklich alles finden will, ich glaube, da kann man verstehen, dass ich dann zumindest mal gucke, in welchen Raum das ist. Ah. Und mehr auch nicht. Okay, da war das erste Film. Yay, Miss and Bill. Und keine Ahnung, Zugangsberechtigungsterminal. Da können wir doch jetzt bestimmen. Ey, das habe ich jetzt eigentlich aufgemacht. Bestimmt mit der ID-Karte können wir doch da jetzt hier, oder? Ja, geil, jetzt habe ich einen Bug. Das kommt davon, dass man ein Achievement-Hure sein will. Dam, dam, da, 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 da. Okay, es funktioniert nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Hier haben wir unsere Datensätze, wir haben diese blöde Klinge. Omnitool, kann ich damit vielleicht? Hadley needs to get her head checked. Kann man einfach so bedienen? Ist einfach so. Hey, was soll ich denn hier jetzt machen? Die Frage ist jetzt, sind wir hier? Ich glaube, das sind wir. PDT. Zugang zum zentralen Fahrstuhl. Fahrstuhlzugänge erfordert PDT. Oh nein. Oh Gott, nö, wir brauchen irgendwoher Codes. Oh nö. Ich hätte wirklich mal alles durchlesen. Jedes beliebige Protokoll ganz ausführlich durchlesen sollen. Also hier brauchen wir PDT. Ja, habe ich doch gerade versucht mit dem PDT, oder nicht? War doch hier. Nee, das ist nur eine ID-Card. Verdammt, wir brauchen PDT. Wo kriege ich jetzt ein PDT her? Na gut, dann nicht. Ja, wo kriegen wir diese Zugangscodes her? Kraftfeld, haben wir hier irgendwo einen Hinweis? Oh nee, wir müssen. Ich hoffe, ich muss jetzt. Doch, ich gehe mal von aus. Irgendwas habe ich übersehen, aber jetzt muss ich da so putzen. Ja, so. PDT, PDT, immer wieder dieses PDT! Wo kriegen wir das PDT nur her? Gucken wir mal. Beziehungsweise irgendwelche Codes brauchen wir da mit Moment, Kugelschreiber habe ich, Zettel habe ich mir vor kurzem erst hingelegt. Ich auch überlegen bin wegen den 1500 Abo-Special, was ich da mache. Inzwischen habe ich eine kleine Liste für eine Umfrage mal zusammen. Nur so am Rande hier erwähnt. Wupp, wupp, wupp. Epileptische Anfälle. Wupp, wupp, wupp. Dum, dum, da, da, da. La, 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 la. Da war ja nur das PDA. Haben wir bei dir irgendwas überlesen? Irgendwie so, hey, bei der Zugriffscode für dort und dort ist das und das oder so. Ziemlich später, wen interessiert? Schimpfwörter beigebracht. La, 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 la. Nö. Nö, bei ihm war nichts drin. Okay. Terminal. Vor allem, so wie so ein Zugangscode aussieht, das hätte man jetzt auch erstmal raten können. Man achtet ja auf sowas auch gar nicht. Aber das kann ja nur irgendwo hier drin stehen. Fehler. Oh Gott, müssen wir ganz zurück. Ja, stöhn doch nicht so rum. Lassives Stöhnen einer schwangeren Frau. So. Da schüttelt es mich gerade sogar kurz. Liegt da wahrscheinlich dran, den Ofen heute noch nicht angemacht habe, dass es ganz schön kühl hier drin ist. Sitze ich auch mit meiner kleinen Hab-mich-lieb-Decke. So, da hoch. Gehen wir erstmal da oben gucken, oder? Gucken wir da oben nochmal, weil da hatten wir das Terminal wieder angemacht.
Und ich wette, da habe ich nicht viel geguckt. So wie ich den Okami der vergangenen Zeit einschätze und kenne, war der an der Stelle viel zu faul. So, hier haben wir einen PDA. Zerstörtes Computerterminal, PDA. Ja, hier, Steuerungsterminal. Please, baba, baba. Das könnte für euch sogar so echt kaum zu hören sein. Dieses Please, bla 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 bla. Logs und Hinweise. Diagnostik, Software aktualisiert. Genau, weil das hier hatte ich mir nur ganz flüchtig einmal übergeguckt. Da müssen wir vielleicht mal gucken. Software aktualisiert. Hier ist nichts. Logs und Hinweise. Dr. Adam, Level und Kalibrierung. Joseph, Kalibrierung. Gibt es hier irgendwas? Und dann, ansonsten wüsste ich nämlich nicht mehr, wo wir vielleicht sowas auch finden könnten. Hinweis 11. Ganz ehrlich, wer denkt nicht? Hör, PDD, Drucklabor, zurücksetzen, neues Passwort. Yay, wir haben auf jeden Fall ein Passwort gefunden. Wollte gerade sagen, sonst wüsste ich nämlich nicht mal, wo ich noch gucken muss. Fahne. Blitz. Fahne. Blitz. Komplette Personal. Aufgrund eines Sicherheitsverstoßes wurde das Passwort für das PDT-Drucklabor zurückgesetzt. Neues PDT-Drucklabor. PDT-Druck. Und ich schätze, da kriegen wir dann unser PDT her. Okay, gibt es hier ein Programm noch? Nee, weil da hatte ich nur geguckt und ich glaube hier kurz. Also merken, hier können sich also auch noch Hinweise verstecken. Gut. Ich gucke auch nochmal hinten in dem anderen Raum, nicht, dass da noch irgendwas verloren gegangen ist. Und es ist schwierig. Ich sollte dann nach dieser Folge doch nochmal kurz gucken, wo das, wie der nächste Raum mit so einem versteckten, also für ein verstecktes Achievement aussieht. Ist vielleicht besser. Hätte ich euch auch nicht verraten müssen, na gut, dann hättet ihr euch wahrscheinlich nicht gewundert, warum ich da so lange in dem Raum eben geguckt und gesucht hätte. Aber davon ab, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Gibt's hier noch irgendwas? Genau. Weil hier sind ja auch noch so viele Räume. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drin? Jim ist ein aktives PDT erforderlich. Okay, also wir kommen hier bestimmt nochmal zurück, weil wir kriegen... Wir müssen uns ja unser PDT bauen. Gut, das heißt, ab nach unten. Ja! Uah, das klingt immer so schön. Oh, ich mag das Szenario. Ich muss auch zugeben, nachdem ich dieses hier jetzt angespielt habe, bin ich echt... es kommt ja... Wir machen es ja im Moment auch Crowdfunding für den Entwickler. Ein neues Spiel, was so von den Bildern her schon mal einen sehr guten Eindruck macht. Und auch Stasis. Das erste Spiel von denen hier... Könnte dann doch mal, das ist hier ja auch Stasis Universum, also gleiche Welt, könnte man sagen. Und das könnte dann doch auch echt reizvoll sein, das mal vielleicht zu machen. So, So, während wir jetzt da gemütlich hinjoggen, würde ich mal sagen, dass wir mal sagen und nicht plagen. Ja, was wohl, ich sage nochmal, glaube ich, an dieser Stelle... Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich im ersten Run der Möglichkeit auch die Miserable Achievements mitnehmen möchte. Obwohl das ja auch so ein Spiel ist, was dann echt Spaß macht soweit. Aber man kann es ja mal, wie gesagt, machen. Und ich glaube, das kann man auch verstehen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.